Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einer interessanten Info, die gerade heute, wenn ich es aufnehme, also gestern für euch, die es heute sehen, veröffentlicht worden ist, nämlich Änderungen in der Gefechtsökonomie, die mit Patch 12.2, auch wenn Closed Testing hier steht, höchstwahrscheinlich genauso ins Spiel kommen, denn wie ihr wisst, der Devblog ist für Wargaming ja hin und wieder bei den Schiffen schon eine Ankündigung, was Änderungen betrifft, aber meistens für diese Art von Änderung quasi schon ein fixer Termin, der im nächsten Patch dann genauso eingehalten wird. Hoffen wir einmal nicht. Wargaming ändert einiges an der Ökonomie. Wir werden einmal hier komplett durchgehen, mit einer kleinen Übersetzung und kurz darüber sprechen, damit ihr wisst, was Phase ist. Und danach werden wir die einzelnen Teile ein kleines bisschen besprechen. Das ist dann meine Meinung. Also kommen wir zuerst zum Info, zur Information. Die Ökonomie, das ist ein kleiner Überblick übrigens über die geplanten Änderungen, wie hier schon steht, über die Performance im Gefecht. Die Ökonomie Rewards für Spotting Damage, also Accumulating Spotting Damage, werden erhöht auf dasselbe Level wie der Direktschaden mit der Hauptartillerie. Was damit gemeint ist, ist, wenn ihr zum Beispiel mit einem DD ein Schiff aufmacht und das zum ersten Mal aufmacht und den Spotted Ribbon dafür bekommt, das ist dann quasi die Garantie, dass das euer Spot ist, und dieses Schiff dann von euren Teamkollegen beschossen wird und Schaden darauf generiert wird, dann erhöht sich hier euer Spotting Damage. Dieser wird zukünftig also so viel zählen wie Beschuss mit der Hauptarmament. Das ist natürlich die Frage, das werden Torpedos, Hauptartillerie und jetzt auch Sekundärartillerie sein, weil, naja, wie soll man es sonst anders balancen? Diese Änderung hier wird laut Wargaming einen großen Einfluss auf die Entscheidung haben, wie man im Gefecht spielt, und wird die persönlichen Einkünfte ändern, wenn man seinem Team mehr Hilfe zukommen lässt, sprich Spotting. Na gut, ob das so ist, das, wie gesagt, diskutieren wir dann gleich. Es soll auf jeden Fall eine fairere Gestaltung der Belohnungen sein. Man kann jetzt hier quasi sich entscheiden, ob man lieber nur Spotting macht oder ob man aktiven Schaden macht. Und wichtig ist, das wird dann eingefügt in den Post-Battle-Stats, also am Ende des Gefechts, in den ausführlichen Bericht können wir dann evaluieren, wie viel Schaden wir gemacht haben. Um diese Änderungen hier, oder um diese Änderung zu balancen, also dass man mit dieser Änderung auf ein durchschnittliches Einkommen kommt hier, das ähnlich ist wie für direkten Damage, wird die Belohnung für direkten Damage, für das Torpedospotten, für das Spotted und Defended Ribbon. Das Spotted ist, wie schon erwähnt, wenn ihr einen Feind zum ersten Mal aufdeckt. Defended ist, wenn ihr einen Cap, also eine Basis, die gerade Konter gecapped wird oder zum ersten Mal gecapped wird, den Feind durch Beschuss zurücksetzt, wird reduziert. Also ihr bekommt jetzt weniger durch direkten Damage, durch das Spotten von Torpedos, durch Spotted und Defended Ribbons. Diese Dinger hier gelten für alle Klassen, aber speziell wird noch etwas für Schlachtschiffe reduziert, nämlich für Potential Damage. Also das, wofür ein Schlachtschiff eigentlich gemacht ist, Schaden auf sich zu ziehen, der aber nicht wirklicher Schaden ist. Also quasi Schaden, der potenziell gemacht hätte werden können. Belohnungen werden außerdem für, ja, wie schon erwähnt, für alle Schiffe, für Spotting Ships und Torpedos angeglichen, also für alle Schiffstypen. Die ökonomischen Belohnungen für den Schaden mit Sekundärbewaffnung wird ebenso erhöht und Beyond Pair, also wird angeglichen an die Belohnung für direkten Schaden mit der Hauptartillerie. Also ihr seht schon, es ist wirklich mit eingenommen hier jetzt quasi gleicher Schaden, Hauptartillerie wie Sekundärartillerie, ist eh gut. Das bedeutet, dass Schlachtschiffe, wie Wargaming hier sagt, deren Gefechtsperformance eher Richtung Sekundärartillerie geht, wird die Belohnungen so bekommen wie auch andere Schlachtschiffe, die eher auf Reichweite und Hauptartillerie gehen. Da steht noch darunter, dass die Average, also die durchschnittliche XP, also EP für Erfahrungspunkte und Credits, für die Schiffstypen und Stufen geändert worden sind. Das Ziel dafür war, die Unterschiede zwischen den Belohnungen, also zwischen den Einkünften von allen Schiffstypen derselben Stufe anzupassen und sie anzugleichen,
Früher war es so, dass teilweise unterschiedliche Schiffsklassen auf derselben Stufe bis zu 10% unterschiedliche Einkünfte hatten. Nun sind sie anscheinend auf bis zu 2% reduziert. Die größten Änderungen gibt es bei Schlachtschiffen von Stufe 5 bis Stufe 7. Die bekommen jetzt 5% Fuel Credits und Stufe 5 und Stufe 9 Zerstörer, was auch ein Problem war. Die bekommen eine Erhöhung von 1 bis 3% an Credits und XP, je nach Stufe. Ihr seht schon wahrscheinlich die kleinen Stufen ein bisschen weniger, die großen Stufen mehr. Das ist interessant. Ich habe eigentlich nie wenig Credits und XP mit den Zerstörern gemacht. Naja, die Profitabilität, also die Einkünfte mit den Super-Carriern, Super-CVs und Super-Cruisern, also Super-Kreuzern, wird reduziert. Die bekommen also noch weniger, 8% weniger Experience und 6% weniger Credits. Das ist schon mal eine Ansage, würde ich sagen. Die sind eh immer am Rande der Unrentabilität, aber Wargaming hat sie ja eingeführt, um uns quasi Credits aus der Nase zu ziehen oder eher aus der Geldtasche. Wir sollen dafür bezahlen, wenn wir diese Dinge erfahren. Gut, das war jetzt der Informationsgehalt für all jene, die mehr nicht interessiert. Wir können jetzt ausmachen und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Für all jene, die noch Bock haben, das ein kleines bisschen zu besprechen, gehen wir die einzelnen Teile jetzt in rasanter Manier ein bisschen durch. Die Ökonomie ist etwas, was auf jeden Fall angepasst werden muss. Bin ich schon lange ein Verfechter dafür, denn wie bekommt man denn die Spieler dazu, das zu machen, was man will, genauso wie der Staat im echten Leben über die Geldtasche? Wenn man jemanden abstraft und ihm Geld wegnimmt, dann tut es ihm weh. Bei manchen Leuten ist es egal, ob man sie einsperrt, Geld tut aber immer weh. Man kann ihnen nur nichts nehmen, wenn sie nichts haben. Dieses Problem haben wir hier in World of Warships nicht, denn wir verdienen am laufenden Band Credits und XP. Zu viel manchmal an XP. Deswegen ist diese Ökonomieänderung ein gutes Mittel, um genau in diese Kerbe zu schlagen und die Spieler dahingehend zu drillen, zu instruieren, wie sie am meisten Geld verdienen und wie sie am meisten XP verdienen, um auch genau das im Gefecht zu machen, was Wargaming möchte. Wargaming möchte, wie es aussieht, mehr Flugzeugträger im Gefecht haben. Denn die größte Änderung ist tatsächlich, dass Spotting Damage gleich viel bringt wie aktiver Schaden. Viele Leute werden sich jetzt denken, oh ja, okay, es ist schon cool. Dann bekomme ich im DD ja auch sehr viel Schaden, wenn ich zum Beispiel nur eine Shima spiele und Torpedos versemmle und nur ein, zwei Torpedos treffe. Aber ich bin ja immer ganz vorne. Ich spotte diese Schiffe ja, die vom Feind offen sind. Die werden dann beschossen. Ich muss es nicht mehr selbst machen. Kann quasi ungesehen weiter hier einfach stehen und meine Leute arbeiten lassen. Ja, das mag schon sein, wenn kein Flugzeugträger im Gefecht ist. Das soll jetzt kein Flugzeugträger-Hit sein, aber Flugzeugträger spotten alleine durch das Anfliegen ihrer Ziele 50% des Teams. Wenn ein Flugzeugträger-Kapitän, man muss aber auch sagen, Flugzeugträger bekommen momentan schlechteres Einkommen, vor allem auf Stufe 10 als normale Schiffe, soll ja aber auch wieder angeglichen werden. Da steht ja, alle Stufen der unterschiedlichen Schiffstypen werden die Ökonomie angepasst, dass nur noch geringe Unterschiede sind. Das bedeutet, wenn Wargaming das konsequent durchzieht, das fällt ja auch wieder weg und fällt zurück. Sprich, dann haben wir jetzt einen Flugzeugträger im Gefecht, der zu Beginn des Gefechts darauf achtet, alle Schiffe einmal zu spotten, kann er ja, 130 Knoten, kein Schiff ist schneller, kein Schiff kann so schnell nach vorne fahren, um das gesamte gegnerische Team zu spotten. Ein Flugzeugträger kann das, oder zumindest 90%, wenn er sich nicht die Mühe machen möchte und die DDs suchen will, weil DDs haben zwischen 2,3 und sind es 3,6 Kilometer Aufdeckung zur Luft, Kreuzer darüber auf über 6 Kilometer, Schlachtschiffe, wollen wir nicht lachen, über 10 Kilometer. Also relativ easy mit hoher Geschwindigkeit. Und wenn es so ist, wie es früher ist, dieser Ribbon spottet, zeigt euch an, wenn ihr ein gegnerisches Schiff spottet und zählt dann für 5 Minuten für euch. Egal, ob das Schiff in der Zwischenzeit einmal zugeht, der Timer tickt 5 Minuten. Wird das Schiff innerhalb von diesen 5 Minuten, also sagen wir in 2 Minuten von einem DD eurer Seite gespottet, zählt der Schaden, der darauf gemacht wird, immer noch zu euch, weil ihr immer noch den Spotted-Status für dieses Schiff habt. Also quasi alle ein Viertel Zeit des Gefechts, sind das 5 Minuten? Ja, alle 25% Zeit im Gefecht eine Runde fliegen und alle Schiffe neu spotten und ihr werdet ohne Ende Cash und Schaden machen. Außer Wargaming ändert auch die Spotting-Mechanik immer nur, wer das Schiff aktuell offen hält. Aber ich weiß nicht, ob die Wargaming-Server dazu in der Lage sind oder ob das Wargaming schon mal vor langer Zeit geändert hat. Bitte schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ja, wenn kein Flugzeugträger mit drin ist, dann werdet ihr mit Sicherheit auch so mehr Schaden machen.
Ein grober Unfug, wie ich finde, ist tatsächlich, dass Schlachtschiffe, ja, reduced for battleships, die Belohnung für potenziellen Schaden für Schlachtschiffe wird reduziert. Sprich, hat man vorher noch ein Apfel und ein Ei dafür bekommen, dass man mit einem Sekundärartillerie-Schlachtschiff nach vorne fährt, um Sekundärartillerie einzusetzen und dann zufällig noch ein bisschen Potential Damage macht, weil man eh weit vorne ist, dann ist es jetzt noch weniger. Vielleicht ist nur noch ein halber Apfel. Denn ganz im Ernst, wenn ihr mit einer Schliefe nach vorne brawlt, 50.000 Schaden macht und 3 Millionen Potential tankt, wart ihr da auf Platz 1? Also ich glaube eher nicht. Eher so niederes Mittelfeld. Habt ihr 150.000 Schaden mit der Schliefe gemacht und 3 Millionen Potential Damage, dann wart ihr schon eher im oberen Bereich. Aber ich will nicht behaupten, dass der Potential Damage daran schuld ist. Ja, das wird jetzt noch mehr reduziert. Das bedeutet generell, Schlachtschiffe haben weniger Lust, weiter nach vorne zu fahren. Und da meine ich jetzt nicht die Sekundärartillerie-Schlachtschiffe, nein, da meine ich eher Schlachtschiffe wie eine Yamato, die nicht unbedingt was vorne zu suchen hat. Oder auch Schlachtschiffe wie eine Montana, die durchaus vorne auch etwas zu suchen haben kann, auf mittlere Distanz und ein bisschen Schaden tanken kann, denn das Ding ist mega tanky. Oder ein Kreml. Ja, man kann jetzt zukünftig also einfach von hinten schießen, weil man ja weniger für Potential Damage bekommt. Und sind wir ehrlich, ein Schlachtschiff wird wahrscheinlich weniger Spotted Ribbons nehmen, außer einen DD, der es raustorbt. Also kurz davor. Und dann wird wenig Schaden drauf angebracht. Naja. So viel dazu. Man hätte das durchaus weglassen können, vielleicht sogar erhöhen für Schlachtschiffe. Dann hätten sie vielleicht eher einen Sinn darin gesehen, auch mal ein bisschen zu tanken. Denn ihr kennt das Problem. Ein Schlachtschiff, das keinen Sinn darin sieht, weiter nach vorne zu fahren, um ein bisschen zu tanken, ist weit hinten. Wenn das Schlachtschiff weit hinten ist, dann wird was beschossen? Das nächste Ziel, das leichter aufgeht, das ist ein Kreuzer. Ein Kreuzer wird dann leichter beschossen, weil das Schlachtschiff nicht da ist, an dem man Schaden machen kann. Und das bedeutet auch, Kreuzer werden weiter hinten stehen. Natürlich, das ist die natürliche Abfolge der Dinge. Bedeutet Support-Kreuzer mit geringer Reichweite werden selten gespielt. Das bedeutet kein Support für die DDs. Und wenn DDs nicht supportet werden, gehen sie dann ziemlich zackig raus. Oder aber sie scheißen sich auch nichts drum und spielen ein anderes Spiel und kein aufgabenorientiertes, um Bases zu erobern etc. Also, ich bin ein großer Freund von ökonomischen Änderungen, definitiv. Aber wie schon zu Beginn erwähnt, gibt es sinnvolle ökonomische Änderungen, die den Spielstil den Spielstil arrangieren lassen, damit er mehr verdient, und solche, die genau das Gegenteil erzeugen, weil man einfach nicht nachgedacht hat. Ich glaube, U-Boote werden auch ein bisschen profitieren, vor allem von diesem Spotting Damage. Naja, ich bin gespannt, wie sich das schlussendlich hier auswirken wird. Ich bin zwar ein Freund davon, dass auf derselben Stufe alle Schiffsklassen ähnlich viel verdienen sollen, aber die Frage ist, ist das sinnvoll in einem Spiel, wo nicht jede Schiffsklasse dieselben Aufgaben hat, wo es nicht dieselben Möglichkeiten gibt? Ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre vielleicht intelligenter, wenn man sich mal hinsetzt und mal definiert oder eine Statistik auswertet, was machen die Schiffsklassen am meisten im Gefecht? Tappen, Schaden, zurücksetzen, spotten und so weiter. Dann definieren, sind denn das diese Aufgaben, die ich möchte, dass es diese Schiffsklassen am meisten im Gefecht machen? Wenn ja, dann kann man das belohnen. Wenn nein, dann kann man das bestrafen und indem man andere Dinge belohnt, die man lieber hätte. Möchte ich, dass die Schlachtschiffe weiter nach vorne fahren? Ja. Dann kann ich die Schlachtschiffe belohnen fürs weiter nach vorne fahren. Möchte ich das nicht, dann belohne ich sie nicht dafür. Gutes Beispiel ist dieser eine Skill, den Wargaming eingeführt hat. Dead Eye, glaube ich, war das. Minus 10% an Streuungsellipse. Das hatte jedes Schlachtschiff drauf auf einmal. Jedes Schlachtschiff. Ging dann ziemlich schnell wieder raus. Ist nicht so, wie jetzt dass die gesamte Spielerschaft gleich zu Beginn in der Testphase gesagt, das wird keine gute Idee sein, außer ihr wollt, dass alle Schlachtschiffe snipen und innen bleiben. Wargaming hat gesagt, das ist eine gute Idee. Wargaming fand die Idee dann auch beschissen und hat sie dann wieder rausgenommen. Aber es wäre bei Wargaming niemandem aufgefallen, wenn das, dass das vorher schon eine schlechte Idee war. Aber gut, wir werden sehen, wie lange sich diese ökonomischen Änderungen halten. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr sagt vielen lieben Dank fürs Zusehen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wir lesen uns in den Kommentaren und ich sage, wir sehen uns wieder im nächsten Gefecht. Sonst direkt heute Abend mit Warhammer Total War 3.
als letztes Mal mit den Zwergen in dieser Runde. Danach könnte es durchaus sein, dass wir eine neue Runde bringen. Oder ist das nächste Mal? Ciao, ciao.